Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Stern über die Schulter sehen. Ja, auch bei mir ist die Weihnachtszeit angekommen, endlich. Hat etwas gedauert heuer, aber naja, ich habe wieder mit den Pinsel-, Aquarellstiften gemalt und ja, ihr seht, es ist einfach ja, gigantisch. Die Farben sind sowas von klar und wer Farben liebt, der glaube ich, wird auch auf diese oder wird auf diese Stifte zurückgreifen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, beim Kreativsein, beim ja, einfach Freude an der Farbe haben und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich immer sehr. Alles klar. Und schon geht's los. So, hier seht ihr den aufgezeichneten Stern. Und hier habe ich mir die Mitte angezeichnet. Das ist ein 300 Gramm schweres Aquarellpapier. Und ihr seht, ich nehme da auch immer wieder mal Bleistiftstriche weg. Mein Stern hat 18 mal 18 cm. Und hier seht ihr auch sehr schön, wie ich mir das anzeichne, damit ich auch einen einigermaßen gleichmäßigen Stern ja, mache. Ich wollte unterschiedliche Strahlen haben, also von der Länge her. Ja. Jetzt male ich mir mit meinem wasserfesten Feinliner von Staedtler. Das ist ein 03er. Und da male ich mir jetzt den Stern soweit nach. Alles wie ihr seht mit Lineal. Lineal, weil ich wollte es sehr akkurat haben. Also nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttelt wie sonst, sondern schon mit Überlegung. Und ziemlich akkurat. Ja, die ganzen Bleistiftstriche werden weggemacht und hier seht ihr meine Schablone, die ich jetzt schon ganz, ganz oft benutzt habe und ja, ich mag sie total gerne und da kann man wunderbar die schönsten Kreise kreieren. Darüber gelegt. Zack. Und schon geht's los mit den ersten Mustern. Und ich habe mich für viele kleine Muster entschieden. Und das Video jetzt ist auch ziemlich lang, obwohl ich es also sehr, sehr schnell laufen habe lassen. Und es hat sich über eine ganze Woche so entwickeln dürfen. Also ich habe ein Muster nach dem anderen gemacht, wenn ich wieder etwas Zeit hatte. Und ja, und so ist es einfach fast von alleine entstanden. Immer, ich habe immer das Muster gemacht, was mir gerade so in den Sinn kam, was in diesem Augenblick einfach gepasst hat. Also da habe ich wirklich nicht viel nachgedacht. Ich wusste nur, es sollte ein Stern werden. Also die Grundform sollte ein Stern sein, eben für Weihnachten. Und die Muster haben sich dann ja ergeben letztendlich über die Zeit, die ich eben da gemalt habe. Und wie gesagt, das ist so ein Prozess von einer Woche gewesen, da ich ja nicht ganz so viel Zeit momentan zum Malen habe. Und ihr werdet es später gleich noch sehen, ich den ja auch noch koloriere, also wirklich ganz, ganz bunt mache. Ihr habt ja im Eingang schon mal im Intro schon etwas gesehen, dass er eben sehr bunt geworden ist. Aber das war auch so beabsichtigt. Also ich wollte ihn so knackig haben. Ja. Es hat einfach Spaß gemacht, die Energie fließen zu lassen. Und mal nicht zu denken. Die letzte Zeit war mit Denken und Lernen und was weiß ich alles ausgefüllt.
Und mir ist es richtig abgegangen, mal in Ruhe für mich sein zu können. Bin die letzte Zeit schon viel für mich gewesen, eben wegen dem Lernen, aber in Ruhe das zu machen, was ich einfach gern mache. Und das ist nun mal das Mustermalen, das Malen an sich, der Prozess und die Ruhe dabei und die Freude, die ich dann empfinde, wenn wieder etwas schön geworden ist oder einfach, wenn irgendwas sich komplett anfühlt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt. Ich für meinen Teil fühle immer, wenn ein Bild komplett ist. Also es gibt keinen Zeitpunkt, Stunde zwei oder wie auch immer und dann ist es fertig. Nein, das muss sich komplett anfühlen. Erst dann bin ich auch zufrieden und erst dann, dann habe ich erst richtig Freude dran. Wie soll ich denn das erklären? Gar nicht so einfach zu erklären, wie sich das anfühlt. Es ist einfach nur wunderschön. Und ich genieße das immer und immer mehr und mir wird auch immer mehr bewusst, wie wichtig das ist. Und ich glaube auch, wie wichtig das für viele Menschen eigentlich ist, zur Ruhe zu kommen, mal was aus dem Bauch raus zu machen, ohne Angst, ohne Muss, das Müssen. Also ich finde das ganz schwierig in unserer Zeit, dass immer alles sein muss. Da muss man, dort muss man, funktionieren muss man. Der braucht es von einem, der andere braucht das andere. Es ist ja an sich nicht schlecht. Nur ich finde, es gibt so Stoßzeiten und dann wird einem das manchmal zu viel. Also ich bin da schon etwas empfindlich. Ich nehme mir dann auch die Auszeit. Meine Auszeit ist das Malen. Meine Auszeit ist die Kunst und der Spaß daran, die Freude, wenn was entsteht, was ich mir gar nicht gedacht habe, dass entstehen könnte. Einfach den Augenblick zu genießen und ganz bei mir sein. Ganz bei mir und im Jetzt. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht beim nächsten Problem, nicht beim, ach, was muss ich denn alles besorgen, auch für Weihnachten, was steht alles an, mir Sorgen zu machen, weil vielleicht so mancher Besuch gar nicht kommen darf. Ja, einfach die Sachen mal außen vor lassen. Da kann man sich später Gedanken drüber machen. Und für sich einfach nur mal die Zeit genießen und wieder Kraft tanken, Freude tanken. Und das überträgt sich ja in jedem Lebensbereich, wie ich finde. Also zu Hause auch. Ich bin viel ausgeglichener, wenn ich eine gewisse Zeit einfach für mich habe, zum Malen, zum Kreieren, zum Nachdenken auch, zum Musik hören und so manches Mal zum laut mitsingen. Ja, vielleicht nicht immer noch ganz richtig, aber es macht einfach Spaß. Probiert es doch mal aus. Legt euch eine Musik ein, die euch gefällt und singt mit. Habt Spaß. Kombiniert das Ganze. Ja, das verleiht dem Ganzen, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen mehr Freude noch mal. Also Musik ist für mich schon immer wichtig gewesen. Habe früher auch sehr viel gesungen. Jetzt komme ich nicht mehr so viel dazu, außer beim Malen. Und es stört mich hier auch keiner. Also mein Lebensgefährte lässt mir hier wirklich freie Hand und meine Ruhe. Und ja, das ist so
mein Rückzugsort, meine Zeit für mich. Und die genieße ich schon sehr. Und da darf ich auch laut singen, laut vor mich hin brummeln, manchmal vielleicht auch schimpfen. Auch das kann passieren. Dauert aber meist nicht lange, das hält nicht an. Und ja, das Leben auch wieder ein Stück weit genießen. Das ist nämlich auch so ganz, ganz wichtig, wie ich finde. Das Leben genießen. Es ist eh so kurz. Also machen wir das Beste draus. Und für mich ist das Beste eben malen. Und wie ihr hier seht, habe ich wieder die Aquarellfarben. Und die sind, ja, ich bin begeistert. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert und ich finde sie toll, wie man damit verblenden kann und ja mit wenig Material tolle Sachen machen kann. Und ja, ihr werdet es noch weiter sehen. Die Farben sind einfach gigantisch. Die Farben sind so klar und bleiben auch klar. Und mit denen kann man wirklich gut malen und haben auch wirklich eine tolle Spitze. Da kann man die feinsten Sachen malen. Hier habe ich mir eben überlegt, in welchen Farben bleibe ich denn. Der Stern selber wollte ich eigentlich zuerst nur mit Gelb, Orange, Rottönen malen. Aber das wäre mir dann fast zu kontrastarm gewesen. Also man kann es natürlich machen, das ist kein Thema, aber mir hat es dann doch in die Finger gejuckt und habe das dann einfach anders gemacht. Ja, und er darf ja auch kräftig in den Farben sein, das wollte ich ja auch so haben. Die mich schon eine ganze Zeit lang begleiten, die wissen, wie sehr ich die knackigen Farben, die kräftigen Farben liebe. Das ist auch meinem früheren schlechten Sehen ja, zu verdanken, mehr oder weniger. Weil je kräftiger die Farben waren, habe ich es dann doch noch gesehen. Deswegen sind meine Bilder manchmal sehr, sehr bunt geworden, sehr, sehr kräftig. Aber das ist nicht nur mit dem Sehen, sondern es ist halt, das bin ich. Das ist mein Stil, das macht mich aus. Hauptsache Farben. Die Ulrike Hirsch hat da so einen tollen Ausspruch und der ist immer wieder mal, dass mir der durch den Kopf schwirrt, Farben essen. Und das ist wirklich wie Essen, das ist wie Nahrung. Farben ist wie Nahrung für mich. Und mittlerweile gibt es ja so tolles Material. Man bekommt ja alle möglichen Farben. Das ist gigantisch, was man da an Auswahl hat und mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer. Früher waren die Farben viel teurer als heutzutage und da musste man sich gut überlegen, was kaufe ich mir, was kann ich mir leisten. Also nicht nur, weil ich meine Kinder mehr oder weniger alleine großgezogen habe, sondern auch generell. Also da waren die Farben einfach teurer und die Auswahl natürlich auch nicht ganz so groß. Und das genieße ich jetzt sehr, in die Vollen greifen zu können und zu dürfen. Also wirklich auch Papier, gutes Papier. Manches Projekt scheitert am schlechten Papier. Also ich habe früher dünneres Aquarellpapier gehabt und bin eigentlich nicht unbedingt glücklich damit gewesen. Bis ich jetzt das schwerere Papier für mich entdeckt habe. Also unter 300 Gramm nehme ich kaum mehr her. Und also ich finde es einfach nur toll, das Papier.
Ja, hier seht ihr, wie ich das Ganze noch anders abschattiere, wie ich die Stifte, die Farbe verblende. Seht ihr? Da kann man dann auch wieder andere Farben kreieren letztendlich oder eben hell und dunkle Töne erzeugen, wenn man sich die Farbe einfach so etwas rauszieht und dann letztendlich verblendet. So, erstmal nachgesehen, passt es? Ja, passt. Und schon geht es weiter mit der nächsten Farbe. Und das Türkis hat was. Also das ist so Türkisblau. Das ist einfach gigantisch. Ich dachte mir, tja, machst du mal einen dunkleren Blauton in die Mitte und habe das dann verblendet und funktioniert auch wunderbar. Ja, das musste dann etwas trocknen und in der Zeit kann man natürlich an anderen Stellen weiterarbeiten. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, machst du hier die, ja, das sieht fast aus wie Blumen. Unterlege ich praktisch mit dem Gelbton, gehe mit einem Rotton etwas nur an der Spitze dran und verblende es dann mit dem Pinsel. Der Pinsel war auch dabei und ich finde den gar nicht mal so schlecht. Ich habe also mit so Wassertankpinsel eigentlich noch nicht viel gearbeitet, noch nicht viel gemacht. Aber ich denke, auch wenn man in Urlaub fährt, ich hoffe ja, dass man wieder in Urlaub fahren darf, kann, wie auch immer, aber wenn man da die Farben mitnimmt und eben nicht viel Platz hat, ist es eine gute Lösung. So. Hier noch ein paar Punkte rein und verblende es nochmal. Dann so ein klein bisschen Lila mit hinein. Das ist so ein dunkles Lila. Und wie ihr seht, ich drehe das Bild immer. Ich mache das deswegen, ich mache es mir immer so bequem wie möglich. Und ja, das ist eben das, wenn man dann dreht, dann kommt man viel besser hin. Und es macht auch viel mehr Spaß. Zack, wieder gedreht. Wieder unterlegt mit dem Rosa, dann etwas dunkleres Roséton, dunklerer Roséton oder wie soll ich sagen. Und dann wieder verblendet. Zack, zack, so lila, dunkles Lila. Jetzt kommt wieder Lila zum Einsatz, aber das ganz Dunkle. Da fülle ich dann praktisch nur noch die Punkte aus. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Zack. Man hätte das auch weiß lassen können. Wäre auch schön gewesen. Aber ich wollte das eben so haben. Jetzt habe ich so ein Neongelb, etwas Grün, wieder verblenden. Ja, und schon ist es von den Farben fast fertig. Also Farben sind fertig. Und hier lege ich noch so wie Schatten drunter. Ich hatte das vorher ausprobiert mit dem Grauton. Der Grauton war zu hell für mein Dafürhalten. Und dann habe ich mir den schwarzen Stift genommen und ja, zuerst mal vorsichtig ausprobiert. Aber das funktioniert recht gut. Legt euch immer nebendran so ein Küchenpapier und streift dann den Pinsel immer wieder mal aus, dass die überschüssige Farbe, die ihr mit runternehmt, wieder weggeht, damit ihr da besser abschattieren könnt. Seht ihr, hier lege ich mir die Schatten so weit an, wo ich meine, dass ich welche brauche. So. Weil mit dieser Art muss man natürlich schauen, dass der Pinsel oder die Pinselspitze immer sauber ist, dass man das wirklich schön nach außen verblenden kann. Deswegen macht die Pinselspitze immer wieder mal sauber, dann passiert euch da nichts. Ja, und man vermeidet eben auch so unschöne Ränder.
So hier in der Mitte auch nochmal. Und das mache ich eben so lange, bis es mir wirklich gefällt. Bis es den Effekt hat, den ich mir wünsche. Ihr könnt auch wieder gut etwas von dem Schwarz wegwaschen, wegnehmen. Also man kann wirklich viel mit diesen Stiften machen. Ich bin da noch lange nicht am Ende. Also das ist wirklich, da lerne ich jeden Tag dazu. Und es macht auch richtig Spaß, dazu zu lernen, auszuloten, was man so alles machen kann mit dem Material. Das solltet ihr auch machen. Es ist immer gut, wenn man weiß, wie das Material reagiert. Ja, gleich ist das Bild fertig. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Detailansichten, die jetzt gleich kommen. Und euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es. Und ja, genießt die Zeit, die ruhige Zeit mit euren Lieben. Alles klar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.